Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Norco, ihr Lieben. Und willkommen jetzt zurück in Catherines Haut, die Mutter von Kay. Die, so wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch auf diesen, wie hieß das nochmal? Quackjob oder Quack, irgendwie, ihr wisst, was ich meine, ne? Diese Suspekte, ja genau, Quackjob, die App installiert hat, um irgendwie Geld zu verdienen. Irgendwie wird davor gewarnt. Sehr interessant. Sie hat auch so komische grüne Augen. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Also so wir sind jetzt so in den letzten Wochen, die sie hat. Sie hat irgendwie ihre... Sie war in so einer Klinik, wo sie ihre Erinnerungen irgendwie abspeichern konnte. In so einer Disk für ihre Kinder anscheinend. Jetzt ist sie hier unterwegs und versucht halt über diese Quackjob-Geschichte anscheinend Geld zu machen, weil sie kein Geld hat. So, das war so der letzte Stand von der letzten Folge. Da werden wir jetzt weiter gucken müssen. Aber irgendwie kommen wir nicht weiter, habe ich den Eindruck. Gehen wir nochmal zu Perdido Street. Klappern hier nochmal alles ab. Ist nichts mehr. Kann man echt nichts mehr machen. Perdido Street. Das kennen wir schon alles. Das ist die Brücke. Hier passiert nichts. Geschlossen. Nee, irgendwie passiert hier echt nichts. Nee. Irgendwas übersehe ich hier, oder? Das hatten wir uns schon. Der Mann, der sich als Touristenführer ausgibt, verliert immer mehr die Kontrolle. Die ganze Stadt ist ein einziger Betrug. Wir können den Hotdog-Verkäufer fragen. Sie haben also Ihre Meinung geändert. Haben Sie Hunger? Wollen Sie einen Hotdog? Die Tür der Curious Duck ist verschlossen. Was ist mit dem Laden hier? Ich sollte dort vorbeischauen, aber die Tür ist abgeschlossen. Die Curious Duck? Rosi lässt niemanden rein, der nicht das geheime Klopfzeichen kennt. Wie geht das geheime Klopfzeichen? Das darf ich nicht sagen. Tut mir leid. Es ist wichtig, bitte. Nun, ich brauche dringend neue Kunden. Okay, ich nehme einen dieser alten Hotdogs. Sie werden es nicht bereuen. Das bezweifle ich. Wie viel? Nur 14 Dollar. Soll das ein Witz sein? Was denn? Himmel, kann ich bei Ihnen per Wallet bezahlen? Nur in bar. Mist, okay. Ich könnte Ihnen auch ein paar Kunden verschaffen. Dann zeige ich Ihnen das Klopfzeichen. Gut, abgemacht. Wie soll ich ihm denn Kunden verschaffen? Hören Sie, der Dollar, den ich Ihnen gegeben habe, wie wäre es, wenn Sie ihn in einem dieser leckeren Hotdogs investieren, die der nette Gentleman dort verkauft? Sie meinen den Mann gleich dort? Hi. Mich bringen keine 10 Pferde dazu, eins davon zu essen. Bartyp, keine Chance, Lady.
Hm. Okay, was machen wir denn jetzt? Brücke. Ah, hier sind Leute. Die Vorstellung fängt an. Ich sollte Platz nehmen. Rator, tief inmitten dieser Zypressen verkrieche ich mich. Ich trauere an diesem Abend. Mein letztes Kind ist gestorben. Sie hängen Haken mit Hühnerschenkeln an die Bäume, schießen uns Kugeln in den Kopf, hinter die Augen. Es ist ein Fluch, dessen letzter Überlebender ich bin. Ich war einst Gefangener eines plumpen Fischers, der mich sein Eigen nannte. Er ging mit mir wie mit einem Hund die versinkenden Straßen entlang. Er gab mir seltsame Pflanzen und Wurst zu fressen, deckte mich sogar zu, wenn ich schlafen ging. Ich verschwand, als eines Nachts eine gewaltige Flut tobte, der Narr hat seitdem kein Auge zugetan. Er streift jede Nacht durch die Sümpfe in der Hoffnung, mich zu sehen. Er ruft einen jämmerlichen Namen, der niemals meiner war. Heute Nacht werde ich ihm erscheinen. Ich habe einen Wunsch. Töte den Krabbenfänger, der meine Kinder auf dem Gewissen hat. Trenne ihm den Kopf ab und bringe mir seinen Schädel. Wenn du das tust, kannst du mich erneut wie einen Hund an die Leine nehmen. Okay. Okay, was ist das jetzt, so eine Art Gator? Hallo, närrischer Fischer. Du hast diesen Sumpf viele Nächte lang durchkämmt. Hier bin ich, das Ziel deiner Suche. Mein Kind hängt tot über dem See. Bring mir den Kopf des Krabbenfängers, der die Kleinen fängt, und schäle das Fleisch von seinem Schädel. Tu es, dann werde ich wieder dein Hund sein. Also müssen wir dann dahin oder wie? Was ist denn hier? Der Krabbenfischer. Es ist lange her, dass ich jemanden hier im Sumpf gesehen habe. Sie haben alle zu viel Angst. Der größte Alligator, der je in diesem See gelebt hat, sein Nest ist gleich auf der anderen Seite des Wegs. Er hat mir mein Kind genommen. Ich habe es begraben, wo ich es gefunden habe, nicht weit weg von seinem Nest. Ich komme täglich in der Hoffnung her, ihn zu erwischen, aber er hütet sich, sein Gesicht zu zeigen. Würde man seinen großen Schädel abschneiden, könnte man damit angeben. Er wäre eine große Attraktion, man könnte viel Geld verdienen. Du hast ein Gewehr, was sagst du? Ich habe keine Ahnung.
Ablehn. Wir sehen uns, Fremde. Ups. Ja, wie entscheiden wir uns denn? Das ist ja ein Theaterstück eigentlich. Ein Alligator baumelt tot an einem Fleischhaken, der am Ast eines Zypressenbaums befestigt ist. Wie entscheiden wir uns? Keine Ahnung. Wir töten mal den Krabbenfischer. Und fahr mal zurück. Das ist ja so die Story. So ein bisschen. Du hast meine Bitten erhört, närrischer Fischer, wie ein gehorsamer Hund. Jeden Tag, an dem du mich gefangen hieltest, verlor ich einen Teil meiner Geduld. Du wirst mich nicht wieder erniedrigen. Dies war dein letzter Fehler. Oh, was für eine Story. Ich tat mich gütlich am Schreck in seinen Augen, nahm ihm ein Bein, ließ ihn noch glauben und ließ ihn dann kriechend sein Leben aushauchen. Ja, was für eine Vorstellung, ihr Lieben. So. Sie überlegen sich, ob sie eine Zugabe spielen. Das hört ja nie auf. Ich brauche dringend was zu essen. Die Straße hoch gibt es Hotdogs. Ich gönne mir heute Abend mal was Besonderes. Das sind erlesene Hotdogs. Eine schön gereifte Delikatesse. Ach ja, das klingt schon interessanter. Danke für den Vorschlag. Ich werde es mir ansehen. Die Zuschauer reden über die Vorstellung. Hoffen Sie auf eine Zugabe? Wissen wir, wir gehen mal wieder in den French Quarter. Der Typ vom Puppentheater, er hat wohl meine Empfehlung ausprobiert. Hey, das ist ziemlich lecker. Danke für die Empfehlung. Vielleicht hole ich mir noch was. Warte ab, Kumpel. Hoffentlich wissen Sie, wo hier in der Nähe eine Toilette ist. Hey, danke, dass Sie mir etwas zu tun geben. Kein Problem, aber wir hatten eine Abmachung. Abmachung? Sie wollten mir das Klopfzeichen zeigen. Ah ja, tut mir leid. Rosi würde sich aufregen. Machen Sie Witze? Ich verschaffe Ihnen Kunden, Sie verraten mir das Klopfzeichen. Das war die Abmachung. Nun okay, aber ich zeige es Ihnen nur einmal. Hören Sie gut zu, okay? Alles gehört? Das war das geheime Klopfzeichen? Sehr geheim. So klopft doch jeder. Genau, es ist total unauffällig. Alter, so ein Arsch, ne? Und Catherine klopft an der Tür und hört ein leises Geräusch, als sie aufgesperrt wird. Alter, was für ein... So, wir gehen mal rein. Ja. Nicht die Kugel.
Rosie, anfassen. Du denkst wohl, dass du hier einfach reinspazieren und mit deinen zarten kleinen Händen meine magische Kugel anfassen kannst. So läuft das nicht, Liebes. Jetzt muss ich deine Spuren abwischen. Wie ich sehe, hast du Pommes Frites gegessen und hast fettige Finger. Nicht schön. Du gehörst wohl auch zu diesen Superduck-Leuten, kommen ständig hier und starren die ganze Zeit auf ihr Handy. Mit fettigen Fingern, widerlich. Die App hat gesagt, dass sie herkommen soll. Die App? Ja, Ma'am. Mit dir stimmt doch was nicht, du nimmst doch Drogen. Tut mir leid, bin ich hier richtig? Bist du, Fettfinger? Bist du? Beruhig dich, Liebes. Du hast es geschafft. Dallas wird dich ins Bild setzen, rede mit ihm. Ich habe ihn gerufen, als ich hörte, wie du hier einbrechen wolltest. Hast ganz schön viel Lärm gemacht. Hast am Türgriff gerüttelt, als würde er dir ständig durch die Finger flutschen. Jetzt weiß ich auch warum. Dallas wartet draußen auf dich. Ich habe keine Zeit, auf dich aufzupassen. Ich muss jetzt sauber machen. Überall Flecken auf meiner Kugel. Hast du wenigstens deine Schuhe kontrolliert, als du reingekommen bist? Die sind sauber. Meine Schuhe sind sauber. Das ist glatt gelogen. Und ein letztes noch, dieser Stein da um deinen Hals. Das Ding ist nicht echt. Ich weiß. Das ist Kitsch. Puh. Diese Katze kommt mir bekannt vor. War das diese Katze, die durch ein... Das, naja. Kisten. Ungeöffnete Schachteln mit Merchandising-Artikeln liegen in allen Ecken des Raums. In der Vitrine sind Voodoo-Puppen und Stammesfiguren aus Massenproduktion ausgestellt. Neue T-Shirts mit New Orleans-Motiven sind an der Rückwand aufgereiht. Plastiknachbildungen zeremonieller Masken hängen an der Wand. Eine überteuerte Auswahl von Reiseführern, Kochbüchern und Geistergeschichten aus New Orleans. New Orleans füllt das Regal. Mhm. Auf dem Tisch finden sich eine Ansammlung verschiedener Mardi Gras-Perlen und anderer Schmuckstücke. Mardi Gras, so. Warum bist du noch immer hier? Geh zu Dallas, er kümmert sich um dich. Ich sagte, du sollst meine... Okay, wir gehen mal raus. Ab in den French Quarter. Hier ist der Dallas, glaube ich. Okay, hier ist noch alles gleich, also ähnlich geblieben. So, der Dallas. Du bist Catherine, stimmt's? Richtig. Hat Rosie alles mit dir besprochen? War das eine Besprechung? Ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde, aber ja. Sie ist manchmal etwas... Er blickt nach oben in den Himmel und dann wieder zu Catherine. Vergiss es. Crackjob müsste ein Ticket mit allen wichtigen Informationen haben. Wir sollten nicht länger hier rumstehen. Was ist Superduck? Eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Ja, aber eine Art von Intelligenz. Ich kenne den Zweck nicht und weiß auch nicht, warum sie existiert. Überall in der Gegend gibt es Punkte, an denen du direkt mit Superduck sprechen kannst. Das alles hätte Rosie ihnen sagen müssen. Kein Wunder, dass sie es nicht getan hat. Was ist mit Rosie? Was hat Rosie damit zu tun? Zusätzlich zu den genannten Punkten gibt es noch etwa ein Dutzend Rendezvous-Punkte. Rosies Laden ist einer davon. Sie muss eine Menge Geld bekommen, das sie ihren Laden dem Netzwerk anbietet. Wahrscheinlich ist das der einzige Grund, warum sie ihn überhaupt noch führt. Sie verkauft doch seit Jahren nichts mehr. Sie schließt sogar die Türen ab, um Kunden zu verschrecken. Der Laden ist eindeutig nur eine Fassade. Bist du schon lange auf Quackjob? Wie lange benutzt du diese App schon? Ich habe das schon gemacht, bevor es überhaupt eine App gab. Aber Superduck sagt, dass ich die App benutzen soll. Also tue ich das. Für mich macht das keinen Unterschied. Oh, los jetzt. Ich bin bereit.
Ich auch. Starte die App und dann kann es losgehen. Ich komme nur wegen der Arbeit ins Viertel. Wie hast du bei Superdark angefangen? Das alles ist auf Cracklist passiert. Seltsame Beiträge, die merkwürdigsten Dinge. Ich habe in Uptown als Kellner gearbeitet. Die Miete war zu hoch und ich musste für die Kleine sorgen. Dann habe ich angefangen, auf die Beiträge zu reagieren. Als allererstes habe ich einen Headdrive gestohlen. Ich bin in ein Haus in Norco eingebrochen, habe es direkt aus dem Büro dort gestohlen und zu einem anderen Haus gebracht. Die Leute dort waren genau wie ich. Wie meinst du das? Die wussten einen Scheiß. Sie waren wegen eines dummen Posts dort, so wie ich. Das war nicht ihr Haus. Keiner wusste, wem das Haus gehörte. Sie steckten das Headdrive in eine Wand, dann gaben sie mir Geld und ich ging wieder. Was jetzt? Überprüfe dein Handy. Crackshop sollte alle Informationen haben, die wir brauchen. Gut. So, Kontaktperson treffen. Gut, erhalten. Dann... Einführung bei Eagle Janitorial and Paper Supplies in Fat City erhalten. Okay. So, jetzt haben wir ja ein bisschen Geld. Aber ich will noch mal kurz gucken, ob wir das mit ihm besprechen sollen. Dieses unmarkierte Gebäude da drüben. Ich hörte jede Menge üble Geschichten darüber. Ich hatte vor einer Weile mal einen Freund, der sich in einer Klinik den Kopf scannen ließ. Er soll mit dem falschen Laufwerk nach Hause gegangen sein. Er schaltete es ein und die Stimme in seinem Kopf fing an, ihn anzuschreien, dass sie ihn töten wolle. Oh, okay. Geh niemals in diese Klinik. Ja, okay, ich glaube, wir sollten losfahren. Das machen wir dann mal. Eagle Wholesale. Eine ununterbrochene Kette von Fahrzeuglichtern erleuchtet den Himmel über dem Causeway. Die Türen sind abgeschlossen, das Büro ist zu. Die galvanisierte Stahltür des Lagerhauses steht halb offen. Gehen wir mal rein. Oh, was ist das denn? Das Netzwerk hat zahlreiche Knotenpunkte. Das hier ist das größte. Was ist das denn für ein Knotenpunkt? Catherine, du hast es geschafft. Jetzt sind wir wieder zurück bei Kay. Akt 2. Raffinerieaugen. Erika sagte, Blake sei gestern Abend zur Floodgate-Taverne gegangen. Lass uns auf dem Heimweg dort vorbeischauen und sehen, was wir herausfinden können. Ja, und jetzt? Okay, das kennen wir ja schon. Ja, ihr Lieben.
Sehr interessant, was es sich mit diesem Netzwerk, was das auf sich hat. Keine Ahnung, schon unheimlich. Dann hat sich ihr Gehirn scannen lassen. War so ein bisschen verwirrt, habe ich den Eindruck. Hat auch, weil sie das Geld braucht, gewisse Sachen, da ist sie da aufgesprungen. Am Anfang hatten wir gelesen, dass sie eventuell so ein Schneeballsystem ist, aber irgendwie ist da was leicht Unheimliches mit dabei, habe ich das Gefühl. Aber ja, da wird Kay gucken müssen. Und ja, wir sind auf der Suche nach unserem Bruder, aber das geht dann ab der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.